يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heiße Allah den Herrn der Welt und segne Frieden mit ihm zusammen und mit seinen Gefährten und mit denen, die der Rechtsleitung folgen, allesamt. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, der einzig ist und keine Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Amma ba'd, des Weiteren. Beginne ich bei einer Aya, die den meisten sicherlich wohl bekannt ist, aber ich möchte es unter diesen Umständen, unter denen wir heute leben oder wahrscheinlich noch leben werden, in einem anderen Licht noch einmal interpretieren. Das ist die 191. Aya der Sura Al-Imran, in der lobend etwas erwähnt wird. Da heißt es dann, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. In ungefährer Übertragung, gelobt sind also diejenigen, die Allahs gedenken, sei es stehend, sei es sitzend oder kniend, sei es auf ihren Seiten liegend, das heißt in jeder Lage. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, und über die Art und Weise nachdenken, wie Himmel und Erde erschaffen wurden. Beginnen wir an dieser Stelle. Das Gedenken und das Nachdenken sind zwei verschiedene Vorgänge. Das, was wir als Dhikr bezeichnen, ist in diesem Fall gemeint ein inneres Gedenken, was über die seelische und die emotionale und die innerliche Komponente stattfindet. Das, was mit Fikr oder im koranischen Kontext mit Yetafakkar, Yetafakkarun bezeichnet ist, sich Gedanken machen, nachdenken, ist ein rationaler Vorgang. Und ich sehe in dieser Aya eine generelle Hinweisung, wie man am besten vorgeht. Es gibt auch keine Einschränkung im Kontext dieser Aya. Bedeutet, ich werde mich auch in dieser speziellen Lage, die mein ganzes Leben ja beeinflusst und in Mitleidenschaft zieht, auf diese Weise heranwagen. Der Mensch muss ja eine Verbindung zum Schöpfer haben. Diese Verbindung muss aufgebaut und muss gepflegt werden. Und es genügt schon, wenn man über verschiedene Gottesnamen nachdenkt oder über verschiedene Ayat, die man vielleicht gerade gelesen hat, nachdenkt, das Buch schließt, einmal innehält und etwas in sich selbst wirken lässt. Dieser innerliche Zugang, nicht der rein rationale, der muss wahrscheinlich für viele Leute wieder neu erarbeitet werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Gottesgedenken wird hier gelobt und wir können davon ausgehen, dass der Schöpfer, Subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas lobt, es uns ans Herz legt und es uns nahe kommen lässt. Stichwort macht das auch. Das Zweite ist nicht minder wichtig. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, und die, die nachdenken über die Art und Weise, muss man es hier verstehen, wie Himmel und Erde erschaffen wurden. Dieser Teil der Aya hat verschiedene Besonderheiten. Einer ist, dass wir hier indirekt im Grunde ein Aussetzen eines jeden wirklichen Denkverbotes haben. Denn wenn nur das erlaubt sein könnte, was wir mit unserem Verstand erreichen können, Stichwort, wenn es nur erlaubt wäre, über das nachzudenken, was eindeutig in unserem Verstandesrahmen liegt, dann dürften wir über die Art und Weise, wie Himmel und Erde erschaffen wurden, nicht nachdenken. Denn hier gibt es Dinge, die Geheimnisse sind. Offensichtlich ist es also nicht verboten. Es geht ja auch nur um das Nachdenken. Nicht, dass ich behaupte, ich hätte jetzt Gott weiß welches Wissen, sondern dass ich darüber nachdenke und versuche, so weit wie möglich dahinter zu kommen. Und wer das wirklich versteht, der erkennt, dass eigentlich jede wissenschaftliche Tätigkeit so ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse, und das spielt heute angesichts der Krise eine immer größere Rolle, wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine theologisch betrachtete absolute Wahrheit. Die gibt es in der Wissenschaft nicht. Und alles, was die Wissenschaft erkennt, so gut und so schlecht sein mag, sind nur Teilstücke. Und jede Theorie ist genauso gut und genauso schlecht, wie sie in der Lage ist, die Phänomene zu erklären, in denen wir leben, oder die Phänomene zu erläutern und in einen sinnvollen Zusammenhang zu setzen, deren Zeuge wir sind. Dazu möchte ich später nochmal gesondert kommen.
Sagen wir, das hätte jetzt unser Beispielmensch getan, ob Mann oder Frau oder Kind. Und dann kommt der dritte Teil. Das ist ein Dua. Der Schöpfer legt nahe, dass man ein Dua macht. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. O mein Herr, o unser Herr, du hast all dies gewiss nicht sinnlos erschaffen. Batil ist völlig sinnlos, gegenstandslos. Der Umkehrschluss, den man aus diesem Teilstück der Aja ziehen kann und sogar muss, ist, und das ist auch bei den Gelehrten Konsens, dass die gesamte Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala sinnerfüllt ist. Der Schöpfer subhanahu hat es weit von sich gewiesen, dass er irgendetwas sinnlos tut oder aus Zeitvertreib oder aus Schwäche oder derartigen Dingen. Er hat es bewusst und gewollt gemacht und es hat Sinn. Jetzt könnten wir sagen, wir erkennen hinter manchen Dingen keinen Sinn. Dann müssen wir als gläubige Muslime sagen, dann liegt es daran, dass uns bestimmte Informationen fehlen. Wir dürfen nicht den Schluss machen, dass wir dem Schöpfer einen Fehler zuweisen, weil wir eine fehlerhafte Auffassung von der Welt haben. Das muss eine Grundauffassung sein. Das haben auch muslimische Wissenschaftler über alle Jahrhunderte immer beibehalten und das ist auch gut so. Also, ich versuche so weit wie möglich, das darf ich, das ist gelobt in dieser Aja, mit meinem Verstand, aber auch mit meiner Innerlichkeit, hinter das Wesen bestimmter Dinge zu kommen, hinter das Besondere zu kommen, hinter die Oberfläche. Und wenn ich das versuche, dann werde ich, auch wenn ich nur wenig erkenne, doch erkennen, alles, dessen ich Zeuge werde, ist sinnhaft. Und in dieser Überzeugung, so sagt es diese Aja auch, soll der Mensch dann sagen, um unser Herr, du hast all dies gewiss nicht sinnlos erschaffen. Subhane, du bist erhaben darüber. Das ist auch ein wichtiger Satz. Das bedeutet, der Schöpfer selber sagt damit indirekt, ich bin erhaben darüber, dass ich etwas Sinnloses tue, etwas Überflüssiges tue, etwas gar Fehlerhaftes tue, etwas, was sich im Nachhinein nicht als gut herausstellt. Das alles ist Eigenart von dem Handeln mancher Geschöpfe, nicht meins. Und wenn der Mensch das bezeugt, bekommt er Lohn dafür. Auch das ist ein Punkt. Die Punkte, die in dieser Aja, in der Sura Al-Imran genannt sind, sind nicht nur Dinge, für die der Schöpfer Lob übrig hat, sondern logischerweise, wenn der Schöpfer Lob dafür aufbringt, hat er auch dafür Lohn bereitgestellt. Denn was der Schöpfer lobenswert findet, ist es wert, belohnt zu sein. Genau wie das Umgekehrte. Das Umgekehrte ist etwas, was der Schöpfer tadelt. Und was im Zweifelsfall eher Strafe nach sich zieht. Hier ist es aber Lohn. Wir sind im Thema des Lohnes. Ein schönes Thema. Und dann heißt es abschließend, Waqina azaba an-nar und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Ich weiß noch, als ich diese Aja vor vielen, vielen Jahren, ich denke vor fast 30 Jahren zum ersten Mal bewusst las, habe ich diesen letzten Nachsatz nicht verstanden. Heute ist das anders. Und das ist so. Schauen Sie, wenn jemand Allahs gedenkt und wenn jemand über die Schöpfung Allahs nachdenkt in dieser Art und Weise, mit diesen Prämissen, und wenn er bezeugt, dass der Schöpfer alles sinnvoll gemacht hat, sei es, dass er es erkennt, sei es, dass er es fühlt, sei es, dass er darauf vertraut oder aus allen drei Faktoren, dann hat er ja im Grunde schon den Schritt getan, der ihn zum Guten und zum Paradies hinführt, denn das ist das, was Allah wünscht. Sonst würde er es nicht loben. Und wenn es heißt, und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers, dann heißt das, bewahre uns vor einem Missgriff, bewahre uns davor, dass wir ausrutschen. Wenn ein Mensch, das sage ich jetzt auch deutlich, wenn jemand eine gute Grundauffassung hat, wenn jemand schon zum Iman, zur Überzeugung Allahs gefunden hat, wenn jemand schon zu einem bestimmten Weg im Leben gefunden hat, dann tut er ja bestimmte Dinge nicht mehr. Was ihn aber vor Fehlern nicht schützt. Hier an dieser Stelle sehe ich das als Fehler, die vieles, vieles Gutes, was wir auf diesem Weg, auf diese Weise erworben haben, wieder verlieren könnten. Ja. Das ist tatsächlich eine Gefahr. Es gibt Leute, die gehen an das Gebäude ihres Paradieshauses hin und nehmen gewissermaßen den Vorschlaghammer der Sünden sozusagen, und zerdeppern alles, was sie nur wollen. Und denken noch, dass sie was Tolles getan haben. Die sind natürlich dumm und sie sind im Verlust, wie der Koran sagt.
Hier in dieser Arie geht es nicht um diese plumpe Art von Leuten, sondern hier geht es um die Leute, die eigentlich schon auf einem guten Pfad sind, denn sie haben erkannt, sie bekräftigen das durch ihr Dua, und dennoch weist uns der letzte Teil dieser Arie deutlich zur Vorsicht. Wenn es heißt, quasi, der lobenswerte Weg ist der, gedenkt Allahs, das ist an erster Stelle genannt, ob das jetzt die Ibadat sind oder ein freies innerliches Gedenken. Und denkt nach über die Art, wie Himmel und Erde erschaffen wurden. Wir kommen nachher nochmal dazu, da hängt auch noch was anderes mit dabei. Und dann sagen, oh unser Herr, du hast gewiss nichts sinnlos erschaffen. Das kann eine Aussage sein aus Überzeugung von vornherein, eine Überzeugung aufgrund dessen, was man ja alles gefunden hat, herausgefunden hat, alles unterstützt diese Tatsache. Und dann sagt man immer noch, nach dem Subhanak, du bist erhaben über diese Vorstellung, dass du etwas sinnlos tust und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Jetzt gibt es hier drei verschiedene Richtungen, die hier besonders herausragend tätig sind. Die erste Meinung ist die, die sagt, niemand kann ja ganz und gar sicher sein. Das heißt, jeder Mu'min bewegt sich immer zwischen der Hoffnung auf das Paradies und der Furcht vor dem Verderben. Vielleicht sind meine Handlungen nicht aufrichtig gewesen. Vielleicht habe ich irgendwas gemacht, was den Schöpfer erzürnt, sagen wir mal. Das ist die ganz grundsätzlich fromme Haltung. Die ist nicht tadelnswert, es ist eine ganz grundsätzliche Handlung. Die zweite Handlungsweise ist die der bewussten Gelehrten und der Gebildeten. Wenn man gelernt hat und wenn man weiß, welcher Weg grundsätzlich zum Guten führt. Es gibt ja etliche Wege, etliche Methoden, sich zum Guten hinzubewegen. Und welche Dinge, speziell die besonders vernichtenden Sünden unter den großen Sünden, zu vermeiden sind. Und wenn man das auch tut, dann gibt es eigentlich keinen Grund, übermäßig Furcht zu haben. Aber Vorsicht. Und ich sehe diese Aya im Sinne einer Vorsicht. Denn wenn jemand regelmäßig Allahs gedenkt, seine Hände von dem Verbotenen forthält, versucht anständig zu leben, soweit es irgendwie geht, versucht die Welt zu durchdringen mit seinem Verstand, soweit er es eben vermag, alles, was er daran erkennt, dem Schöpfer im guten Sinne zuzuschreiben und gestärkt zu sein in seiner Überzeugung, kann ja nicht schlecht sein. Also was soll dieser Mensch da Böses tun? Jetzt gibt es einige Dinge und die können in gutem Glauben sozusagen in guter Vermutung dennoch schädlich sein. Es kann sich negativ auswirken. Wie weit das jetzt als Sünde zu bezeichnen ist, mag hingestellt sein, aber trotzdem ist das negativ. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein ganz konkretes jetzt hier. In manchen Ländern und hier auch in Österreich war der Eindruck geweckt worden, als dürfte man im privaten Sinne keine Verwandten treffen. Und das führte dazu, dass zum Beispiel ich von manchen Fällen hörte, auch gerade bei Nichtmuslimen, wo zum Beispiel ältere Leute, die schon teilweise an Demenz litten und deren einzige Freude der Anblick der Enkelkinder war, quasi isoliert wurden über Wochen. Bis dahin, dass mancher von diesen alten Menschen sagte, da bringe ich mich lieber gleich um. Oder einer sagte, mir ist es lieber, selbst wenn ich infiziert und krank werde, dass ich das erlebe, als dass ich so lange von meinen Enkeln getrennt bin. Bis hin zu wirklich dummen Briefen, die manche Leute schrieben, wir wollen dich ja nur schützen, darum kommen wir nicht mehr zu dir, und dann bleibt ein Mensch quasi alleine, wirklich ganz mutterseelen alleine, für 3 Wochen und weiß nicht mehr, was er mit sich anfangen soll. Ich halte das für eine Verwahrlosung. Und das, was ich jetzt erkannt habe für mich selber, vielleicht der eine oder andere von Ihnen hat das auch so gesehen, der Abbau, der Verlust der sozialen Bezüge ist viel gravierender und viel schlimmer als alles andere. Über Konsum kann man sprechen, über Erreichbarkeit kann man sprechen, über Luxusdinge, ob ich jetzt in ein Restaurant gehe oder nicht, kann ich sprechen. Aber ich kann nicht darüber sprechen, dass ich die Beziehung zwischen den Menschen zerstöre. Und hier muss man nachdenken, was passiert hier überhaupt? Und hier mehren sich schon die Stimmen, ich will das hier nicht zu weit ausführen, die deutlich machen, dass in einer völligen Isolierung der Menschen, die zusammengehören, ein Fehler ist. Also wenn man die Familien anfängt zu zertrennen, aus welchem Grund auch immer,
auch die, die es dringend nötig haben, sich zu begegnen, dann ist das nicht gut. Punkt. Da kann man nichts weiter zu sagen. Und was ich besonders bemängele, jeder, der bestimmte Schritte unternimmt, und ich meine sowohl die Machttragenden als auch die, die beherrscht werden, jeder ist verantwortlich in dieser Lage. Niemand ist frei. Jeder, der Einschnitte in den sozialen Bezügen vornimmt und in der Beziehung der Menschen, die ganz grundsätzlich sind, wie Mutter, Kind und so weiter, und nicht sagt, wie es weitergeht, sondern nur sagt, ja, dann müssen wir das eben weiter forthalten, ohne irgendeine Begründung, ohne irgendeine Perspektive, der handelt nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Einschnitte kann man akzeptieren auf eine bestimmte Zeit, aber nicht unbegrenzt. Und ehrlich gesagt, hier wird ein ziemlich perfides Nullsummenspiel mit Gesellschaft betrieben. Entweder man vermutet dahinter, dass überhaupt menschliche Gesellschaft zerstört werden soll, oder dass, aus welchen Gründen noch immer, ich will das nicht diskutieren an dieser Stelle, man in Kauf nimmt, dass das passiert. Wer das nicht will, wird dem nicht zustimmen. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere, noch mehr als vorher, ist wichtig in diesen Zeiten, dass wir nach dem Sinn suchen. Schauen Sie, die Arya, die ich genannt habe, deutet auch darauf hin, dass man nach dem Sinn der Dinge sucht. Wenn ich Gottes gedenke, dann muss ich doch zum Sinn meiner Existenz kommen. Denn wenn es heißt, und wir haben die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie Ibada verrichten, und ich verrichte Ibada und ich gedenke Allahs und ich möchte mich Allah annähern, dann tue ich das gemäß meinem Schöpfungszweck. Nummer eins. Das zweite, das Nachdenken. Überall im ehrenwerten Koran werden die Menschen dazu aufgefordert, nachzudenken. Sei es über die Dinge, die Zeichen, die sie sehen, sei es über die Art, wie die Schöpfung geformt ist und funktioniert, sei es über die Art und Weise, wie den Menschen Dinge geschehen oder wie die Menschen Ereignisse beobachten. Und nichts anderes tun wir jetzt. Wir sitzen zu Hause, großteils, und jetzt muss man aber eines tun. Wie in einer anderen Aya genannt, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, so zieht eure Lehre daraus, die ihr diejenigen, die ihr innere Einsichtskraft habt. Und was geschieht, wenn man keine innere Einsichtskraft hat? Dann handelt man falsch. Dann zieht man nämlich keine Lehre aus irgendetwas. Dann folgt man irgendwelchen Einflüsterungen, irgendwelchen Meinungen von irgendjemandem. Mein Rat, meine Bitte in diesem Kontext, ein Muslim kann nicht davon ausgehen, in unserer Welt, in der wir leben, dass man zu unserem Besten alles bedenkt und handelt. Wir sind nicht im Fokus der Gutherzigkeit der Mehrheitsgesellschaft. Punkt. Das muss man deutlich so sagen. Wir müssen an uns selber denken. Wir müssen sozial denken, mit den anderen mit. Das ist klar. Aber wir können nicht erwarten, dass jemand zu unseren Gunsten denkt. Das wird nicht geschehen. Und es scheint mir manchmal, dass manche meiner muslimischen Zeitgenossen diesen irre Gedanken auflaufen. Das ist aber eine gefährliche Entwicklung. Denn es muss nicht böser Wille sein. Aber wenn Sie zum Beispiel zwei Menschen haben, der eine denkt auf eine Weise A, der andere denkt auf eine Weise B, weil sie grundsätzlich anders gestrickt sind, weil sie grundsätzlich eine andere Voraussetzung für ihr Denken, Empfinden und Handeln haben. Bestimmte Prinzipien sind unterschiedlich. Das heißt ja nicht, dass A und das B mehr oder weniger gut sein müssten. Das will ich hier nicht sagen. Aber sie denken halt anders. So, wenn jetzt A sagt, ich entscheide jetzt, wie wir vorwärts gehen, und B ist damit grundsätzlich einverstanden, dann geht das bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich da, wo B merkt, dass A aus seinen Prinzipien heraus etwas wünscht, was für B nicht mehr akzeptabel ist. Jetzt ist die Frage, wird B etwas sagen? Wird B sich zurückziehen? Wird B schauen, dass er irgendwie oder sie irgendwie die eigene Angelegenheit vorwärts bringt, ohne A zu hindern, ohne A in die Quere zu kommen? Das braucht ein intensives Nachdenken, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen damit sagen, wir als muslimische Minderheit in Europa
können nicht davon ausgehen, dass man für uns das Rad neu erfindet. Das wird man ganz gewiss nicht. Und wir können auch nicht erwarten, dass sich alles nach uns richtet. Wir müssen uns auch zum Teil nach der Mehrheitsgesellschaft richten, in den Dingen, die dem sozialen Wohl dienen. Ja, aber nicht in den Dingen, die unsere Würde und unser ganzes Lebensprinzip auf den Kopf stellen. Ich kann darüber diskutieren, ob zum Freitagsgebet die Moscheen geöffnet werden aus gesundheitlichen Gründen. Okay, kann man diskutieren. Aber über eins kann man nicht diskutieren, dass ich dauerhaft für Jahre meine sozialen Bezüge kaputt mache, niemanden mehr empfangen kann, zu niemandem mehr hingehen kann, niemanden mehr umarmen kann. Entschuldigung, das ist für mich nicht akzeptabel. Und sehen Sie, hier kommt etwas, das nennen wir die Zukunftsperspektive. Das heißt, wir reden jetzt über vorläufige Maßnahmen. Wo ist denn das Ende dieser Maßnahmen? Oder wohin soll das denn führen? Welche Entwicklung müssen wir befürchten, wenn die Menschen sich dauerhaft daran gewöhnen? Das sind Punkte, meine Damen und Herren, die auch schon andere als wir den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft gestellt haben. Und die Antworten sind nicht enttäuschend, die Antworten sind gleich null. Und das ist keine Antwort. Und hier gibt es eine klare Regel. Wenn ich als Reisender in einer Reisegruppe bin und muss vorwärts kommen und derjenige, der Leiter der Reise ist, hat keinen Plan, wie er vorwärts geht und man will auf mich auch nicht hören, dann muss ich mir selber meinen Weg suchen. Das heißt, mag sein, ich sitze zu Hause. Mag sein, ich kann nicht viel tun. Mag sein, ich habe keine Macht. Mag sein, ich bin abhängig in vieler Hinsicht. Aber mein Denken gehört immer noch mir. Und mein Iman gehört immer noch mir. Und meine Überzeugungen gehören immer noch mir. Und daran muss man immer, immer, immer festhalten. Zweifeln Sie nicht eine Sekunde. Der Weg, der in der Surat al-Imran, in der Ayah 191 gezeichnet wird, ist klar. Diejenigen werden von Allah gelobt, die Allahs gedenken, in jeder Position. Gemäß unserer Möglichkeit. Wenn es nicht meine Möglichkeit ist, zum Freitagsgebet zu gehen, dann gedenke ich Allah am Freitag anders. Durch vermehrte Koranrezitation, durch ein mich bemühen, dass ich mit anderen Leuten in Kontakt trete und so weiter und so fort. Brüderlichkeit gewissermaßen. In dem Sinne. Schwesterlichkeit. Dann die Nachdenken über die Art, wie Himmel und Erde erschaffen wurden. Ich denke nach über meine Lage. Ich akzeptiere die Lage nicht einfach so, als wäre sie vom Himmel gefallen. Das ist sie nämlich nicht. Die Lage, in der wir uns befinden, hat bestimmte Voraussetzungen, wie auch immer geschehen, und Reaktionen auf diese Lage, die mich in meine persönliche Lage versetzt haben. Das muss man gut analysieren, meine Damen und Herren. Jeder für sich, jeder in seiner Position, wo er ist. Das ist nicht wahlweise, das ist nicht ein Zufall, das ist gewollt. Und da muss man überlegen, ob man sich dem anschließt. Gemäß den gesetzlichen und anderen Regeln. Und ich rufe nicht dazu auf, das zu brechen, sondern ich rufe dazu auf, kritisch zu sein. Sehr kritisch. Es gibt hier keinen Überschuss an Vertrauen. Keineswegs. Und die sagen, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Und wenn ich jetzt sage, o unser Herr, du hast uns diese Fitna nicht umsonst geschickt, ja, dann hat das Gründe. Denn wir haben uns zu leichtfertig in das diesseitige Leben begeben, und wir werden durch diese Krise an wesentliche Dinge erinnert. Was ist dir denn wirklich das Freitagsgebet wert? Hm? Was ist dir denn wirklich das X und Y und Z wert? Überleg doch einmal. Der Schöpfer setzt uns auf diese Weise de facto auf Null. Denn egal, wer immer jetzt seine Finger mit drin hat, am Ende ist es der Schöpfer, der entschieden hat, dass das passiert. Hätte der Schöpfer es nicht gestattet, es hätte nicht passieren können. Davon muss man inhaltsmäßig, akidamäßig auch ausgehen. Und das heißt, der Schöpfer hat es so gemacht, de facto. Und wenn das so ist, dann hat der Schöpfer einen Zweck dahinter, denn die Aya sagt, er tat es nicht sinnlos. Denken wir über den Sinn nach. Warum sind wir in dieser Krise? Es muss Gründe haben, die viel tiefer gehen als nur das Offenkundige. Und die sagen, Subhanak, hoch erhaben bist du. Wir weisen Allah weder Fehler noch Mangel zu. Der Schöpfer wird einen guten Grund haben und wir brauchen Gottvertrauen in dieser Lage und Verstand. Und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das verstehe ich in diesem Kontext so, dass ich mich nicht auf gut Deutsch ins Boxhorn jagen lassen soll. Dass ich mich nicht verrückt machen soll.
Es gibt klare Prinzipien, bei denen muss ich bleiben. Ich muss mit klarem Blick am Steuer sitzen. Nicht wie ein Wahnsinniger, der alles sein lässt und jammert und schreit und, oh, und was mache ich jetzt und was soll ich nur tun? Nein, das ist nicht die Zeit. Dies ist die Zeit der Entschlossenheit. Dies ist die Zeit der klaren Entscheidung. Und wenn man ihnen keine Richtlinien gibt, was sollen sie denn bitte schön tun? Dann müssen sie sie jetzt finden. Jetzt aber allerspätestens. Wie ich es bei anderer Stelle schon öfters gesagt habe. Ich hätte sagte immer, schon seit Jahren, es wird die Zeit kommen. Und langsam näherte sich die Zeit, in der nur diejenigen noch einen Maßstab finden werden, den sie vorher mit viel mühevoller Überlegung und Gottesgedenken gefunden haben. Ihren persönlichen Maßstab im Leben, ihre persönliche Art, ihren Dien zu praktizieren. Wenn sie das nicht haben, dann wird es jetzt dringend Zeit. In diesem Sinne bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala um seine Rechtleitung. O Allah, ich bitte dich, dass du uns rechtleitest, uns nicht einen Augenblick auf uns alleine gestellt lässt, dass du uns das Beste gibst im Diesseits und im Jenseits, durch alle Krisen und alle Schwierigkeiten durchführst, unbeschadet. Lass uns das Beste und Segen finden in uns selbst, unserer Familie, unseren Umgebungen, unseren Freunden, in allem Guten, was wir geschaffen haben und was uns gegeben wurde durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Und lass uns am Ende zu den Leuten des Paradieses gehören. Amin. Wa sallallahumma ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum, Abdurrahman. Assalamu alaikum, liebe Geschwister.